Kamera läuft schon. Hallo, hi, herzlich willkommen zu Querschläger, einer neuen Sendung für Anfang September. Die ersten Herbstwinde haben wir ja schon erlebt, die haben wir gerade hinter uns. Mal sehen, was der Rest jetzt noch bringt vom Sommer. Ja, viel live erstmal wahrscheinlich nicht. Apropos live, da dachte ich mir, ich bringe mal wieder ein paar Sachen, die wir noch aus der Konserve haben und Sachen, die ich hier noch nicht gebracht habe. Als erstes fangen wir mal an mit dem Chroniker Moschers Festival. Dort hat der Greifwurm gespielt. Greifwurm, die haben sich 1997 gegründet. Die kommen aus Bruneck in Südtirol, also eine italienische Band. Die machen so eine Art Dark Metal, einen heftigen, zum Teil melodiösen, schöne Sachen. 10 Alben haben die draußen. Guckt da mal rein auf die Seite. Das war vor 3-4 Jahren. Dann geht es weiter mit der Zusammenarbeit wieder mit dem Hardline TV Berlin. Die waren unter anderem unterwegs beim Rock unter den Eichen, das ist bei Magdeburg. Und dort gibt es ein paar Aufnahmen, unter anderem von Menus, Grisune und Suicide Angels. Und mal gucken, was da noch drin war. Und dann geht es weiter, da waren die Kollegen noch beim Brofest in Newcastle, United Kingdom. Dort hat unter anderem Demon gespielt, Oliver Dawsons Project, das sind ehemalige und aktuelle Sexen-Mitstreiter. Die geben da ein paar Sexen-Sachen da, gar nicht mal so übel, guckt euch das mal an. Und Tokyo Blade haben die da noch gefilmt und Tokyo Blade dachte, was ist denn das? Das sind da die übelsten 80er Jahre. Und genau so ist das, da habe ich nämlich auch was. Andy Bordens Tokyo Blade von 1987, eine der ersten Scheiben. Waren die noch jung? Ja, die haben da auch gespielt als gestandene ältere Herren. Und Demon ja auch, das sind feste englische Metal-Größen, die es da seit den 80er Jahren gibt und ihre Hits hatten. Ja, das hat der Kollege Markus Münch noch mit angekündigt. Der gibt da noch ein paar Kommentare dazu vom Hardline TV Berlin. Und dann wollte ich eigentlich noch ein paar Veranstaltungstipps geben. Unter anderem dieses hier. Way of Darkness sollte ja im November stattfinden. Das ist mal in Lichtenfels in der Stadthalle in Franken bei Coburg. Aber das ist nur abgesagt endgültig. Und aus der Region hier weiß ich gar nicht mehr, was da noch ist. Aber in Berlin, was noch nicht abgesagt ist, ist das Rutz und Brakel Festival. Das ist jetzt hier ein älteres Poster. Die hatten ja jetzt eine längere Pause gehabt und die sind auch umgezogen ins Orwo-Haus in Berlin. Und da spielt unter anderem Postmortem, Disbelief und viele andere Acts. Also wird von Mette Hammer präsentiert. Viele gute Sachen. Ja, müsst ihr mal gucken, ob es da noch Karten gibt. Weiß auch nicht, wie das zugelassen wird, wie viele Leute rein dürfen. Versucht es einfach mal und andere Sachen möchte ich jetzt gar nicht weiter durchgeben, weil kann sein oder kann nicht sein. Auch in Leipzig im Hellraiser. Einfach mal nachgucken. Ja, meine Kumpels sind auch noch dabei. Da gibt es nachher mal schöne Musik, da werde ich mir noch was angucken. Ja, das war es dann erstmal für jetzt Anfang September und dann immer mal reingucken. Es geht dann weiter. Also bis jetzt erstmal nur aus der Konserve. Mit Sachen, die noch nicht kamen, beziehungsweise Reste von Sachen, die ich schon mal gebracht hatte. Also dann, danke an die Mitwirkenden, Hardline TV, Mette Hammer und alles, wer da mit dabei ist. Ja, dann bis zum nächsten Mal und immer schön dranbleiben und bleibt gesund und tschüss. Are you fucking ready?
Wahnsinn. Vielen Dank, danke schön. Okay, wir blöden nicht lange rum, sondern spielen einfach weiter. Was ganz Altes, zurück in der Zeit, wo wir angefangen haben mit der Scheiße. Das Stück heißt Awake.
gefallen euch die alten Sachen, oder? Wollt ihr mehr davon hören? Was haltet ihr von Jimmy, me to my fucking my job?
Its plague was extremely severe. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Hardline-Sendung. Wir möchten heute mit einem Beitrag von einem Festival beginnen, also ein Festival-Mitschnitt. Und zwar geht es um das Festival Rock unter den Eichen. Das ist in Bertlingen, also irgendwo zwischen Magdeburg, also Sachsen-Anhalt, circa 2 Stunden Autofahrt von Berlin entfernt. Zum Festival selbst. Wir hatten im letzten Jahr schon kurz darüber berichtet, ist auf einem riesigen Gelände mit einer üppigen Bühne, also sehr hübsch aufgemacht, mit super Sound, super Licht, ganz umgänglicher, freundlicher Crew. Also man kann sich dort wirklich wohlfühlen und es lohnt sich, dort mal einen Abstecher zu machen.
Ja, wir möchten uns im Vorfeld bedanken, und zwar beim Thomas Löge vom Festival. Und Mitschnitte von Bands möchten wir euch folgende zeigen. Und zwar Crysix aus Spanien, Embedded aus Deutschland, Menace, kennt ihr bestimmt, ebenfalls hier aus Deutschland, Benighted, dann haben wir noch Suicidal Angel und zu guter Letzt Crisium. Ja, viel Spaß dabei und bis gleich. We'll be right back.
So, dann wird gestückt handelt von unserer Lehrerin aus der dritten Klasse, die immer heiße Hüße klug, Frau Helwig. Hier ist der Schöpfer des Lehrers. We'll be right back.
Zweiten Block bleiben wir bei einem Mitschnitt von einem Festival. Wir verlassen allerdings Deutschland und begeben uns nach Newcastle. Jens war also wieder mal beim Growfest. Wir hatten auch im letzten, ich glaube sogar im vorletzten Jahr auch schon berichtet. Ja, das Festival dort wird von einem Warm-Up-Gig begleitet. Und zwar ist der dann sozusagen am Donnerstag in der Stadt Newcastle in dem Trillions Club. Damit möchten wir auch beginnen. Wir zeigen euch also Salem oder Salem aus dem Trillions Club. Ja, dann zum Festival vielleicht noch zu erwähnen, dass die Gerüchte umlaufen, dass also das Festival zum letzten Mal stattgefunden hat, dass es also nicht wiederholt werden kann aufgrund, ja, ich nenne es mal stagnierender Zuschauerzahlen. Demon, Saracen, Stormtrooper, Tolles Blade, Oliver Dawson, Saxon, also ja, das sind irgendwie die beiden Oliver Dawson, sind halt die Saxon-Mitglieder, die jetzt sozusagen eine eigene, eigenständige Band aufgemacht haben, die nennen sich dann Oliver Dawson Saxon. Die hatten den Sänger von Seventh Son dabei, das hat uns, also Jens in dem Fall, der war ja vor Ort, sehr gut gefallen.
Und auch sonst war also das Billing dieses Festivals wieder hochklassig und ja, umso schlimmer ist es ja, dass das offensichtlich ja aus bevorsteht. Gut, wir möchten uns noch bedanken. Und zwar bei den Stu's, beim Martin und beim Paul von Salem und bei den Mitstreitern, die also mit Jens unterwegs waren, also Matti und Sebastian und natürlich auch an Rainer, der auch wieder fleißig mitgefilmt hat. Vielen Dank, Rainer. Nach diesem Beitrag.